TV. Ja, herzlich willkommen zu Jobpaleo TV. Ich bin Johannes Queller, das ist mein Freund Koya Bakon. Hi. Und wir squatten heute ein bisschen und pressen ein bisschen. Und ich habe noch tierischen, fiesen Muskelkater im Trizeps und Schulter von gestern. Weil ich habe gestern nämlich Push-Presses gemacht und Koya hat gestern Squats gemacht. Also haben wir uns beide richtig gestern schon abgeschossen und werden heute entsprechend leiden. Check it out. Deswegen mache ich, glaube ich, nur Press. Und Kreuzheben. Alright. Ich mache das jetzt mal durch und Johannes guckt sich das an. Zunächst einmal würde ich den Stand ein bisschen verengern, weil wir machen hier keine Sumo-Deadlift, sondern... Okay. Ne, und das Problem ist, wenn ihr zu breit steht, gehen die Knie nach innen, weil der Griff dann hier ist. Ja, deswegen irgendwo zwischen Hüften und Schulterbreit stehen, ja, und dann die Knie schön nach außen schieben. Ist doch schulterbreit. Frauen stellen sich bei Hüftbreit so hin und Männer bei Schulterbreit. Ja, genau. Also so, ja? Ungefähr. Ja. Okay, ich mache jetzt erstmal einmal und dann... So, warum hältst du einen Mixed Grip? Weil es schon ziemlich schwer ist für mich. Okay. Knie nach außen schieben. Okay, mach nochmal. Knie nach außen schieben, Knie nach außen schieben. Er war schon ziemlich gut. Das Einzige, was ich jetzt verbessern würde, ist, dass er beim Ablassen sich noch einen Tick mehr nach vorne beugt, weil er ein bisschen zu weit die Knie nach vorne geschoben hat und dadurch mit der Hand von seinem Körperschwerpunkt weg musste und nach vorne rüber, anstatt gerade am Körperschwerpunkt zu bleiben und dann runter zu gehen. Bei den Only Lifts ist es ein bisschen was anderes, aber bei den Slow Lifts wie Deadlift und Squat würde ich definitiv vermeiden wollen, so eine Halsposition zu haben. Deswegen versuchen, eine neutrale Wirbelsäule herzustellen und von hier aus zu heben, anstatt so überstrecken, also zu ziehen. Okay. Das kann ich auch noch so machen. Stückchen enger stehen wieder. Genau. Also nicht so eng, du kannst schon ein bisschen, aber genau. Und jetzt die Knie richtig nach außen gegen die Arme drücken. Ach wirklich, ja? Ja, richtig gegen die Arme drücken. Brust rausschieben. Brust rausdrücken, richtig geraden Rücken, genau. Einatmen, Bauch festlassen. Und versuch mal oben den Atem zu halten. Okay. Ansonsten ist es auch sehr gut, dass Koya den Deadlift nicht hyper-extended. Ja, das heißt, er kommt nicht nach oben und lässt die Hüfte hier nicht gestreckt, zieht sich aber ins Hohlkreuz nach hinten, weil ganz viele Leute wollen sich immer ganz nach hinten aufstrecken. Aber was damit eigentlich gemeint ist, ist, dass die Hüfte einfach komplett gestreckt wird. Das heißt, ich bin jetzt hier komplett gestreckt, mein Rücken ist gerade und ich bin hier mit den Schultern hinter der Stange. Das versuchen aber die meisten dadurch zu kompensieren, indem sie die Hüfte vorne lassen und mich dann aber ins Hohlkreuz nach hinten ziehen. Und das ist scheiße. Typisch so. Ab wann sollte ich denn so greifen? Weil ich habe ich würde den Mixed Grip erst dann verwenden, wenn es in sehr, sehr hohe Gewichte geht und ihr es partout nicht mehr greifen könnt. Ansonsten würde ich alles Mögliche daran setzen, meine Griffkraft zu verbessern, um so lange wie möglich im Double Overhand Grip zu bleiben. Ja. Sobald ihr im Mixed Grip geht, dreht sich die Schulter hier ein bisschen ein. Ja. Und ihr seid so ein bisschen, ihr gebt eurem Körper Potenzial, euch in diese Richtung zu verdrehen. Was halt nicht heißt, dass es passiert sofort, aber ihr gebt dem zumindest das Potenzial und das wollte man zumindest verringern. Und machst du bei den so 200, ab 200 Kilo so, machst du das immer noch in dem ganz normalen Obergriff so, ja? Nein. Nee, okay. Also vielleicht 200 Kilo noch, aber alles darüber ist bei mir Mixed Grip. Mit Straps dann auch oder ohne? Der erste Impuls sollte sein, dass du die Hüfte nach hinten rausschiebst und dich hier bis an den Knien vorbei und dann kannst du die Knie beugen. Okay. Ich merke, es fällt mir richtig schwer, oben nicht auszuatmen. Ja, wenn du. Wenn du hochkommst, ist es so, dass du erst dich nach vorne beugst, bis du an den Knie vorbei bist. Ja. Ja, du machst so, dass du die Knie hier nach vorne schiebst. Ja, okay. Also erst nach vorne, bis du an den Knie vorbei bist, dann kannst du die Knie beugen. Warum? Ich habe immer bisher so gemacht. Ne? Warum drücke ich die Beine gegen die Arme? Weil du verhindern möchtest, dass du mit den Knien einsinkst, ja, was dir Potenzial gibt für zu große Scherkräfte in den vorderen Kreuzbändern. Ah, okay. Und weil du durch das nach außen drücken das Fußgewölbe aktivierst und nicht platt im Fußgewölbe hängst. Ja. Ja, sobald du mit den Knien, sieht man das hier irgendwo? Also bei dem Handy mit den Knien hier einsinkt, geht sein Fußgewölbe verloren. Wenn die Knie hier rauskommt, sieht man schon, was hier passiert. Ja, wenn das Knie hier rausgeht, kannst du das Fußgewölbe viel besser aktivieren. Dadurch Außenaktivierung vom Fußgewölbe
Aktivierung vom Gesäß, die ganze seitliche Kette von der Muskulatur. Und man dreht sich auf und erzeugt so eine Art Drehspannung. Sprich, ich kriege auch mehr Kraft dann. Ja. Spiraldynamik. Okay, aber das, was ich mir jetzt schon mal gemerkt habe, ist, mein Fuß, erstmal meine Schuhe waren scheiße, dann, es fängt schon bei den Schuhen an, dann, ich war zu breit im Stand, ich habe meine Knie nicht an die Arme rangedrückt und ich habe zu früh ausgeatmet und mein Kopf war überstreckt nach oben und beim Runtergehen muss ich länger erst in der Hüfte beugen und dann erst im Knie. Ja. Also, da gab es so einiges zu korrigieren. Vielen Dank, jetzt mache ich auch noch ein paar. Das war Joe Paley TV und zur Strandfigur. Und wir haben heute Behind the Scenes gehabt für zur Strandfigur. Wir haben für Koljas Kanal ein Video gedreht. Ich habe ihn im Deadlift ein bisschen gecoacht, habe ihm ein paar Tipps geben können. Und jetzt haben wir noch trainiert. Und ja, dann checkt den Kanal, checkt seinen Kanal und bis bald. Ciao. Ich bin gefreut. Ich bin K.O. Wir müssen